liebe Freunde, ich freue mich, dass so viele gekommen sind heute zu dieser Ausstellung London Portraits mit Nick Gentry, George Martin Clark und Andrew Salgado aus Kanada, aber in London lebt. Wir haben heute Nick Gentry hier. Wir freuen uns sehr, dass er persönlich anwesend ist und dürfen jetzt gleich ein paar schöne Worte von Kunsthistoriker Rolf Lauter hören. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die Worte schön sein werden, aber sie werden da sein. Liebe Geraldine, Nick, a warm welcome. Meine Damen und Herren, ich habe mich gefragt, was heißt London Portraits? Dann habe ich überlegt, wie ist die Stadt London? Es ist eine Stadt der Individuen, der verrückten, starken, besonderen, außergewöhnlichen Individuen. Und das war meine erste Antwort auf die Ausstellung. Die zweite Frage war, wie hat Geraldine diese Künstler zusammengebracht, ausgewählt? Was macht den Reiz dieser Ausstellung aus? Es sind drei sehr starke, sehr unterschiedliche Künstler, die aus verschiedenen Vorstellungswelten eigentlich etwas über unsere Wirklichkeit ausdrücken. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich Ihnen sehr einfach Begriffe geben, die Sie mit nach Hause nehmen. Begriffe für jeden der Künstler. Nick würde ich, nachdem ich einiges gesehen habe und auch mit ihm gesprochen habe, als einen Reflective Painter bezeichnen. Ich komme später darauf zurück. Andrew sehe ich sehr viel eher als einen Psychological Painter. Und George, denke ich, hat eher was mit Subconscious Painting zu tun. Wir fangen mit Nick an. Wir werden nachher, ich möchte Ihnen kurz meine Gedanken dazu geben und wir werden nachher noch etwas gemeinsam besprechen. Nick kommt aus London, hat sich aufs Land zurückgezogen, nachgedacht, seine Arbeiten entwickelt, die, wie wir heute sehen, aus diesen Floppy Disks, aus Disketten, alten Disketten. Alt ist schon ein merkwürdiges Wort, weil ich damit gearbeitet habe, sehr lange. Also bin ich auch alt übertragen gesehen. Diese Floppy Disks haben unser Leben eigentlich sehr viel kommunikativer gemacht. Wir haben gespeichert, wir haben Daten gesammelt, wir haben Programme eigentlich benutzt. Und Nick hat jetzt etwas wirklich Grandioses gemacht. Er hat diese Disks als Teil einer Zeit in seine Malerei übernommen und gestaltet aus diesen von verschiedenen Menschen der Welt eingehenden Discs seine Werke. Er fängt so an, dass er sie ordnet, je nachdem, was für eine bildhafte Vorstellung er hat, welches Porträt er machen möchte, und nimmt eben die helleren, dunkleren schon als Konfiguration des späteren Porträts. Daraufhin, Sie sehen das natürlich, konfiguriert er mit Weiß und lässt manche Discs einfach stehen. Und versucht dann, die Gesichter, die Porträts ganz zart zu konfigurieren. Was entsteht in diesen Porträts? Es sind eigentlich für uns anonyme Gesichter, Menschen aus London, die er bei Spaziergängen gesehen hat, sind Menschen aus Zeitschriften, andere. Und wir überlegen uns, was spielen die CDs, die DVDs, Disketten eigentlich für eine Rolle? Er hat sie alle nicht entschlüsselt. Es sind anonyme Disketten und daraus entsteht eine besondere, etwas mysterische Geschichte des Ganzen. Er lässt vieles im Verborgenen, im Anonym und zeigt uns eigentlich den Menschen von heute in einer sehr, wie soll man sagen, oberflächlichen Welt. Die Intimität, die Persönlichkeit ist in der Malerei verhaftet, aber auch verborgen. Alles zusammen könnte sein eine Botschaft, die den Menschen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sieht. Eine Mensch-Maschine, ein Mensch der Zukunft, den wir denken können. Und das haben wir heute auch besprochen, werde ich ihm nachher nochmal fragen, wie er die Zukunft sieht. Das sind eigentlich Prototypen einer Vorstellungswelt des heutigen, aber auch zukünftigen Menschen. Andrew, der für mich psychologische Maler,
malt Porträts, die, sagen wir, Annäherungen an die Seele, an die Vorstellungen von Menschen sind. Es sind keine faktischen Porträts, keine sichtbare Wirklichkeit, sondern eine andere Wirklichkeit, die Andrew aus der Beobachtung eines Menschen, der tieferen Beobachtung eines Menschen eigentlich hervorholt. Seine Malerei steht in der Tradition von Francis Bacon, kennen Sie wahrscheinlich alle, ich hoffe es jedenfalls, einer der ganz großen englischen Maler. Lucian Freud, hatte ich früher eine große Ausstellung gemacht. Also Künstler, die eigentlich mehr die Seele, das Innere des Menschen zum Ausdruck gebracht haben, als die oberflächliche Äußerlichkeit. Jenny Saville könnte man vielleicht vergleichen, die allerdings nicht so sehr das Psychische hervorholt, sondern eher die existenziellen Momente. Ich denke, Andrew hat mit der sehr pastosen, gespachtelten und auch sehr in die Abstraktion tendierenden Malerei etwas geschaffen, was sehr, sehr persönlich ist. Ich meine damit einen sehr individuellen Stil. George bringt zum großen Teil eigentlich private Porträts in die Malerei, aber auch Berühmtheiten, Marilyn Monroe gibt es oder andere, bis hin zu Schauspielern oder berühmten Typen. Das Besondere daran ist, er malt sie, vermalt sie und akzentuiert sie in einer Weise, wie ich sie so nicht gekannt habe. Es werden psychische Elemente hervorgeholt, manches wird in aggressiver Gestik weiterentwickelt, manches wird übertrieben, ironisch, sarkastisch oder auch angstbesetzt vorgezeigt. So verfremdet er Mundpartien oder andere Bereiche zu etwas, was uns im Tiefsten eigentlich etwas sagen will, berührt, vielleicht auch in uns selbst angstbesetzte Vorstellungen entwickelt. Ich möchte jetzt zu Nick kommen. Wir hatten heute ein interessantes Gespräch und ich habe Nick gebeten, mir seine Gedanken, die er heute hatte, kurz zu skizzieren. Das sind verschiedene Begriffe. Das ist ja für den Kunsthistoriker immer sehr besonders, sagen wir, das bildnerische Denken eines Künstlers zu erahnen, herauszufiltern und weniger die Malerei zu beschreiben. Nick, we spoke about time. What does it mean, time, for you? It's the biggest mystery, I think, really. I have a lot of questions about time and what is it and how does it work. To me, we only really understand it as the past, present and the future, but it, to me it's a big mix. My work is just trying to make sense of that. That means you live in the past, present and the future? I think so, all at once in a way. It's just the two of what we experience. How much of it is fact, I don't know, but it's just down to where we see the world. You started yourself as an artist. You made a lot of drawings when you were young. And how did you start to think about technological products being part of your works? I've always been interested in technology because I think it's like a natural human thing just to kind of create, and we all seem to be on this path of like creating, developing, making new products that are better and more advanced. And just being part of that world for a certain amount of time, I think you start to then reflect on what's actually happening there. Mm-hmm. And maybe questioning why, because it just seems to be a natural human thing that we all do, but why? You know, nobody really questions why. So there's something, a beauty in obsolescence as well. I think once things have kind of had their functional use, it's kind of like we're very quick to put that away and never think about it again, but I think it's part of life actually still. I mean, maybe it's good just to look at that and see. These works, they are partly critique, partly beautiful. What means the reality of these works for you? The beauty is a byproduct for me. It's functional, I think. To me, they're like machines. And so what I try to do is present that machine in a human form, more or less, but retaining an element of mystery, so I don't want to say exactly what everything is about them, but yeah, I guess they have a life cycle of their own as well.
Are these people beings for you, or are they anonymous images? Anonymous, I think. For me, they're creations from parts. I mean, that's in a way what we all are. We're kind of assembled from lots of different pieces and put together into one thing. So it's not a kind of recreation of someone that's existing, more like a creation of something new. What about the identity of the human being today, which means also these images? I think we are at a point, I feel lucky that I'm at a time where we're in great change of who we are, and it's affected by the technology that we're going into, this kind of digital realm. And so it's kind of my job as an artist to kind of engage with that, and I guess we're questioning, is part of human identity now, to say, are we still 100% organic, or is there something now where we may merge with machines at some point in the future? So when I think of my work, I sometimes like to look at it from 100 years ahead and say, you know, does this describe something at the moment at that time? And that kind of helps me to focus on what I'm doing. You go back to the future a little bit. What about your position as an artist? Is an artist a human being, an identity, an individual, or a hyper individual? What are you? That's part of the question, I think, for me. I sort of think I'm part of an individual, well, I'm an individual that's part of the whole system, so essentially we're all made up of the same things. We're all very connected, and in the same way with the portraits, they're all connected from lots of different people. But I'm also aware that I experience the world in my own way, and we all experience the world in our own way. So, like, essentially my reality is a bit different to everyone else's in a way. So it's a strange thing that I'm trying to work out in my paintings. Maybe that'll give me some answers. I don't know. There's more questions for me. Yeah. Good. But you told me you are different. I'm also different from many, many people or from yeah, all. Right. What means different or difference for you? I think it's our perception of the world, really, our own reality. It's just a unique thing, you know. We all want to do something new and different, and otherwise it's repetitive. So with my artwork, I'm always trying to find a new way. What about the future? You have, you told me what you would like to do, next steps, and what will be the future? He knows everything about the future, that's why I asked. An oracle. I kind of have these ideas about what would happen to people in the future and where we would go. It's not so much directly in my work, it's just something that I've thought about as well and been inspired by movies like Blade Runner and things like that. And then I'm going to take my work into different directions using different materials and kind of turning the whole message around in a way to make it a bit more visual, because these are quite sort of about text and what's written on there and what might be inside in terms of the information. But there's kind of new direction would be a turnaround of that, which we'll see in time. And the human being in the future, man machine? Quite possibly. I think I can see the beginnings of it already. It's yet to be seen whether we are all comfortable doing that. I'm not that comfortable, but I think it may actually just become just necessary and a part of our lives, you know. You could live longer, you can do things as a result of all of this technology. So I do definitely see this kind of merge between machines and humans. Last question, do you have any kind of vision for the future? What would you like to do extremely? I don't think too far ahead, actually. I don't plan or think too far ahead. I'm happy just to keep kind of moving things forward in my work and exploring, really. That's what I want to do. Travel, exploring. Yeah. Mm-hmm. Some days ago, I had an interview with John Baldessari, great old artist, and he said, when I asked him the same question, I want to be always better, 80 years old. Would you like to be always better, or are you happy with it? No, it's the constant progression. It's an evolution of time.
Thank you. Vielen Dank.